Zum einen ist ein Tauchgang ja ein Abstieg in die Tiefe, in der das Licht stetig abnimmt, je weiter man nach unten taucht. Der Druck steigt und die Luft wird knapp. Man soll was machen, was man gerne macht, was man liebt. Diesjährigen Tauchgängen hat Katrin Wisse in ihrem E-Mail folgendermaßen beschrieben. Wichtig ist, dass es keine, Anführungsstriche, theologische Klugscheißerei, Klammer, pardon, ist, sondern der Referent wirklich meint, hier einen Glaubensschatz zu präsentieren. Was die Tauchgänge sind. Sie sind eine Konsumveranstaltung. Konsum nicht nur von Getränken, sondern vor allem von Gedanken. Ein Gedanke erblickt das Licht der Welt. Es wird etwas aus der Taufe gehoben. Es geht also um einen Tauchgang, um einen Schatz. Aber wir konnten und wollten diese Schätze nicht selbst suchen, sondern sie uns zeigen lassen. Ich habe Ihnen einen Schatz mitgebracht, den man gar nicht zeigen kann, sondern nur ausprobieren. Ich bin nur gebeten worden, von einem Schatz zu erzählen, gewissermaßen einen Schatz zu heben. Also etwas, was Sie in Ihrem Glauben berührt hat oder vielleicht über eine Schwelle getragen. Der Tauchgang führt mich biografisch zurück in mein 16. Lebensjahr. Mehr von dem zu erfahren, was Menschen so wahnsinnig antreiben kann. Was ist das Menschsein? Wo ist denn Gott eigentlich? Wenn es Gott gibt, woher das Übel und das Böse? Kann die Freiheit verloren gehen? Man muss keine Meinung haben, die brauchen wir heute Abend nicht. Und es geht nicht um den Zustand der Kirche und erst recht keine kirchenpolitische Diskussion. Und dann dachte ich, ja, keine schlechte Idee. Das kommt ja selten vor, dass man sich frei aussuchen darf. Ein Thema, ein Punkt, man konnte sogar ein Musikstück nehmen. Tatsächlich geht es heute wesentlich ums Hören. Also der Augenblick kommt zu seinem Recht in dem Werk, nämlich in dem Blick Gottes. Wir hören dann diesen Augenblick. Weil keiner wiederkehrt. Wir haben nur die Zeit, die wir haben zum Leben. Ums Sehen, vielleicht auch ums Verstören lassen und wenn man Glück hat, vielleicht auch ums Staunen. Ich bin selber wirklich ehrlich gespannt, wo wir dabei ankommen werden.